Die Anleger würden schon durch den Lockdown hindurchschauen und für nächstes Jahr eine massive Erholung der Unternehmensgewinne sehen. So heißt es hier an der Börse. Man erwartet also ein gutes Jahr 2021 und deswegen steigen auch DAX und MDAX auf Rekordkurs. Es ist sozusagen die vorweihnachtliche Freude, die man bei den Anlegern feststellen kann. Man freut sich auf die Geschenke, die dann wohl noch kommen werden, sprich 900 Milliarden US-Dollar in den USA, die zur Absicherung des Marktes reingepumpt werden sollen. Genauso die 750 Milliarden der EU. Und in Vorfreude auf diese Ereignisse hat man hier eine sehr gute Stimmung. Wir schauen gleich auf die US-Märkte, auf den Bitcoin und haben eine Top-Aktienempfehlung, nämlich Walt Disney. Das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die US-Notenbank Fed hat zwar keine drastischen neuen Maßnahmen in dieser Woche beschlossen, aber sie setzt natürlich ihr Programm weiter fort und würde im Notfall auch noch mal eingreifen, sollte es der Wirtschaft schlechter gehen. Es wird sich weisen, weil die Märkte haben natürlich viele positive Entwicklungen schon eingepreist und man geht davon aus, dass bis Mitte nächsten Jahres dann mehr oder weniger der Impfstoff wirkt und die Corona-Restriktionen zurückgefahren werden können. Sollte das nicht sein, ist natürlich auch mit Rückschlägen zu rechnen. Wir sprechen gleich, wie es 2021 hier an der Börse weitergehen könnte. Erst einmal aber der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare, wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut doch einfach mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Zwei Termine gibt es schon für Anfang des Jahres. 20. Januar das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger und am 17. Februar Börse für Einsteiger. Das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Wie könnte das Börsenjahr 2021 aussehen? Viele Experten erwarten ja durch das viele billige Geld der Notenbanken und durch die Staatshilfen, dass die Märkte weiter steigen werden. Man startet optimistisch. Für China gibt es optimistische Schätzungen. Dort wird ein Wachstum von über 8% erwartet im nächsten Jahr. In Deutschland von ca. 4%. Wir haben schon vieles in den Kursen vorweggenommen, aber es gibt auch warnende Stimmen wie S&P gestern, die von einer steigenden Zahl von Insolvenzen ausgeht. Für Europa wird erwartet, dass die Insolvenzquote bis September nächsten Jahres von derzeit 5% auf 8% steigen wird. Also es wird auch Enttäuschungen geben in bestimmten Branchen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Zuerst auf Bitcoin, der ja deutlich nach oben geschnellt ist. Der Bitcoin ist in dieser Woche über die 20.000-Dollar-Marke gesprungen und damit deutlich über seine Höchststände aus Dezember 2017. Als Mitauslöser für die Rallye gilt eine mögliche Verknüpfung mit dem Bezahldienstleister PayPal. Es wird gemunkelt, Cyberdevisen als Zahlungsmittel zu etablieren und somit den Nutzen der Kryptowährung zu steigern. Trotzdem bleibt ein Engagement hochspekulativ. Die Analysten sehen eine Longchance. Wie immer gilt erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der runden Kursmarke von 20.000 US-Dollar macht einen Folgeanstieg wahrscheinlich. Eine engmaschige Beobachtung und ein striktes Stop-Management sollten jedoch nicht vernachlässigt werden. Und wir schauen auf Walt Disney. Am vergangenen Freitag ist das Wertpapier ja über 13% nach oben geschnellt. Nachdem am gleichen Tag die Analystentagung und erste Ergebnisse zum Streamingdienst Disney Plus veröffentlicht wurden. Zeitgleich haben US-Banken ihre Kursziele für die Aktie weiter hochgeschraubt. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Der massive Kurssprung aus der Vorwoche könnte noch zu einer Korrektur zurück auf ein Niveau von zunächst 168,55 Dollar führen. Darunter findet der Wert bei rund 165 Dollar eine weitere Unterstützung vor, wo sich ein Einstieg mit einem mittelfristigen Investmenthorizont anbieten würde. Spätestens ab den Jahreshochs aus dem Ende 2019 dürften Bullen wieder durchgreifen. Mittelfristige Ziele liegen bei 199,32 Dollar.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.